Auch die beim Großen Preis der Spielbank Hohen Sieburg verlangten Steherqualitäten stellten Royal Kalix in der klassischen Derby-Revanche vor keine Probleme. Für das Dreamteam des Stalles November lief das Rennen an der Spitze geradezu traumhaft, während es in dem 18-köpfigen Feld ansonsten ein großes Gerangel gab. Ein ernsthafter Gegner erwuchs Royal Kalix zum Schluss auch nicht durch Derby-Sieger Rambo Corner, der in der Distanz zwar einen Angriffsversuch startete, von dem nunmehr als verhinderten Derby-Sieger gefeierten November-Crack aber glatt abgewiesen wurde. An dritter Stelle sieht man Ferris, vierter ist Maradona vor Rambo Corner, dann Netto außen Gisco Crown, innen European Dancer vor Titan Way, Brian Lobel, dann Lapro und Sundo, die Pferde zum ersten Mal auf der Gegenseite und verändert die Reihenfolge an der Spitze. Royal Kalex hat die Führung, dahinter geht Zarina. An der Außenseite rückt Maradona weiter auf. Vierter ist Ferris, vor Rambo Corner, Gisco Crown, European Dancer, Netto, Lapro, Titan Way, dann Brian Lobel, Formia, Lancelot, Zundo, Simone Way, Speed Control, Super Gerol. Am Ende des Feldes folgt Chianti Classico, einige Längen hinter Colter. Das Feld im Maritimbogen. Royal Kalex weiterhin vorn, dahinter Maradona an der Außenseite, vor Zarina, Ferris. Unverändert, Royal Kalex an der Spitze, die erste Zwischenzeit war 1:19:1, Royal Kalex in Führung, dahinter Maradona an der Außenseite vor Zarina, dann sieht man Ferris vor Rambo Corner, das Feld biegt erneut in die Tribünengerade, unter Führung von Royal Kalex vor Maradona, Zarina, dann Ferris, fünfter ist Rambo Corner, sechster European Dancer vor Netto, dicht dabei Lapro an der Innenkante vor Titan Way, Formia, Lancelot, Zundo, Simone Way, Speed Control, Brian Lobel, am Ende des Feldes Chianti Classico hinter Colter und Gisco Crown. Vom Ziel ab jetzt noch eine Runde. Royal Kalex weiterhin vorn, recht ruhiges Tempo vorgelegt von Royal Kalex. Dahinter Maradona und Zarina vor Rambo Corner. An fünfter Stelle Ferris. Es geht erneut durch den Hessler Bogen. Royal Kalex, Zarina, Maradona, dann Ferris, Rambo Corner, European Dancer und Netto. Dann folgt Formia Lancelot noch 1000 Meter bis zum Ziel. 1:18:2, die dritte Zwischenzeit. Das Feld nun zum letzten Mal auf der Gegenseite. Royal Kalex an der Spitze, Rambo Corner wird herausgenommen, rückt in dritter Spur liegend weiter auf. Royal Kalex vor Rambo Corner, Zarina, dann Maradona dicht dabei, Ferris. Dann folgt Netto vor European Dancer, Formia, Lancelot und Zundo. Die Pferde nähern sich dem Schlussbogen mit Royal Kalex an der Spitze vor Rambo Corner, Zarina. Dicht dabei, Ferris, dann Formia, Lancelot. Der Schlussbogen wird erreicht. Royal Kalex an der Spitze im großen Preis der Spielbank Hohen Sieburg vor Rambo Corner. Dann Ferris an der Außenseite noch 500 Meter, 1:16:4. Die letzte Zwischenzeit. Royal Kalex, Rambo Corner, dann Ferris, Zarina, Formia, Lancelot und Simone Way. Die Endgerade wird nun erreicht. Royal Kalex an der Spitze. Royal Kalex ist vorn vor Rambo Corner. 3:03. Royal Kalex an der Spitze vor Rambo Corner, dahinter Ferris, Formia, Lancelot und Zarina. Royal Kalex vor Rambo Corner. Royal Kalex ist vorn. Royal Kalex vor Rambo Corner. Und Royal Kalex. 16, rot 16. Und Royal Kalex legt zu, gewinnt den großen Preis der Spielbank Hohen Sieburg vor Rambo Corner, dann Colter und Ferris vor Speed. Und die Zeit des Siegers 1:17:7, Royal Kalex und Michael Schmidt. Herzlichen Glückwunsch auch von dieser Stelle aus, lieber Michael. Ich habe gesagt, es geht heute bei der Siegerparade. Ihren herzlichen Applaus bitte für Royal Kalex und für Siegfahrer Michael Schmidt. Und jetzt gibt es noch Souvenirs für unsere Damen. Jawohl.